Ich habe wieder eine neue Genehmigung bekommen, gerade eben. So handelt es sich um diese Fläche, riesengroß. Hinten steht mein Auto. Lambert fährt gerade eben Dünger. Hier war Getreide drauf. Durch die schweren Unwetter ist dieses komplette Feld vernichtet worden. Und reiner Versicherungsfall wird jetzt wahrscheinlich irgendwie nochmal, ja, vielleicht wenn es geht, neu bestellt, aber auf alle Fälle jetzt mal gedüngt. Und solange es nicht umgebrochen ist, kann ich drüber gehen. Dann nach der Ernte auch wieder. Erster Fund, der besser ist, ist ein Scheibenknopf. Prima Fund. Und zwar dieser hier. Klasse. Schöne Schnalle. Ein Ringfund. Die Steine sind leider nicht mehr erhalten. Wenn überhaupt welche drin waren, und das Ganze ist sehr leicht. Also ich schätze mal, das ist irgend so ein Kaugummi-Automatenring. Aber immerhin ist es ein Ringfund. Ein Bruchstück. Hier in der Oberfläche liegt was. Könnte interessant sein. Schauen wir mal nach, es ist ein Knopf. Ja. Das ist wieder ein scharfer Fund. Ein Stück vom Messer. Ja, messerscharf. Na, ja, Knopf. Drehküken. Haben für 5 Fass. Das Drehelement selbst fehlt. Trotzdem super Fund. Klasse. Eine Musketenkugel. Wieder eine Musketenkugel. So mit Gussgrad. Die nächste. Musketenkugel. Musketenkugel gleich hinterher. Wieder eine Musketenkugel. Münzfund. Heißen Reichspfennig. Zwei sogar. Halbpfennig, nee, nicht Reichspfennig. Bundesrepublik. Okay. So, wieder ein super Fund gemacht. Und zwar diesen hier. Sein Geschoss und 3 Ringe. Klasse. Wieder fast ein Oberflächenfund. Nämlich hier. Reichspfennig. Hier haben wir eine Spange. Hier sieht man noch eine Emailschicht oder irgendeine schimmernde Schicht drauf. Die Nadel hier hinten fehlt. Und hier Eisenfund, ein mittelalterlicher Wurfstern. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wünsche euch natürlich gut Fund, wenn ihr losgeht. Und bis zum nächsten Mal. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne tut das doch. Unten einfach mal kurz abonnieren drücken.